Hier sind wir wieder zurück, direkt vor den Toren des Bosses Ceaseless Discharge. Meine Güte. Ja, auf Englisch ist der wirklich ziemlich schwer auszusprechen. Wie heißt da anders ein bisschen? Er hat auch noch keine Bossleiste, wie ihr sehen könnt. Oh Gott, wenn wir Glück haben, fallen die allesamt hier runter und sterben. Ich hoffe, dass sie es tun, sonst haben wir ein großes Problem nachher. Also, wir sind jetzt im Bossraum und der Boss greift nicht an. Er tut nichts. Eigenartig. Wir haben ihn zwar gesehen und er ist verdammt groß auch. Also er ist wirklich groß. Wie gesagt, es gibt einen kleinen Trick, um den zu besiegen. Ich weiß nicht, ob ich es beim ersten Mal hinbekomme. Ich versuch's, aber ich kann nichts mit nichts für nichts garantieren. So, wir gehen jetzt hier hin. Hier da drüben, das ist er. Das ist unser Boss-Gegner. Er greift uns nicht an. Er will uns auch gar nicht angreifen. Dieser Boss hier greift uns unter nur zwei Bedingungen an. Entweder wir greifen ihn zuerst an und dann attackiert er, oder wir gehen hier hinten hin und nehmen uns dieses Item. Wir nehmen uns das Item jetzt nicht, weil wir haben eine ganz beschissene Ausgangssituation. Ich werde ihn einfach so attackieren. Die Sache ist zum Beispiel auch die, wenn du ihn jetzt attackierst und dann wieder in den Bossraum reinkommst, dann greift er dich nicht an. Also er interessiert sich dann genauso wie jetzt, er interessiert sich nicht für dich. Aber wenn du dieses Item nimmst, ist er immer aggressiv. Will heißen, dieser Boss beschützt nur seine Schwester. Denn da drüben liegt eine Leiche von einer Hexe. Einer der Schwestern, die wir jetzt schon gesehen haben. Weil es waren, glaube ich, insgesamt fünf oder sechs oder sieben. Verdammte Axt. Ich glaube, ich habe irgendwie die Zahl sieben im Kopf. Keine Ahnung. Ich will jetzt nichts falsch behaupten. Und das ist der einzige männliche Nachkomme der Hexe von Izalith. Das ist der einzige Bruder. Verdammte Axt, heute bin ich aber auch wichtig. Könnt ihr mal irgendwann aufhören, bei Facebook oder sonst was zu schreiben? Moment. Ich muss mal kurz hier mein Handy auf lautlos stellen. Da, so. Tut mir leid für die Störung. Wollte ich nicht. Ja. Ich werde jetzt einfach mal angreifen. Und wir werden sehen, ob es so läuft, wie ich es will. Okay, nochmal. Okay, nochmal. Lavastrom-Demon. Oh. Ja, wie gesagt, der Typ ist schon, macht, kann Aua machen, wie ihr seht. Aber wir wollen ihn anders besiegen. Ich will, dass er mir folgt. Ja, oder das hier macht, und das ist das, was gefährlich ist. Ich laufe jetzt einfach los. Und bete, dass er mich nicht trifft. Oh, das wird's. Er trifft. Verdammt! Ja, wir müssen halt aufpassen. Diese Attacke darf uns nicht treffen. Denn wir müssen zurücklaufen. Wirklich zurück. Wir müssen noch ganz hinten. Ich kenne es halt so, dass man normalerweise bis ganz hinten wegläuft. Und er folgt einem dann. Oh. Ja, er folgt mir. Er folgt mir. Durchaus. Oh. Komm bitte, bitte, bitte. Oh. Ja, das habe ich mir ganz fest gedacht. Brisitaurus-Dämon! Die sind dort. Oh. Bitte nicht. Verdammt, ich weiß nicht, warum er mich jetzt direkt umgebracht hat, aber es waren direkt zwei Treffer. Verdammt. Ja, wie sagt man, normalerweise kann man hier zurücklaufen. Und ich werde es gleich direkt auch nochmal versuchen. Ansonsten können wir ihn auch so bekämpfen, das ist keine Frage. Aber, naja. Ich will euch einfach das Dings zeigen. Ich möchte euch diese Taktik zeigen, ich möchte euch zeigen, wie das funktioniert. Und warum das so ist. Die Lore von ihm kennen wir jetzt, die Story über ihn. Sollte uns jetzt auch im Begriff sein. Und ja, wie gesagt, ich gehe jetzt nochmal hin und versuche das nochmal zu machen. Wie gesagt, normalerweise kann man bis dorthin hinlaufen. Ich suche vielleicht mir noch eine Rüstung aus, die ein bisschen mehr Feuerresistenz hat. Und versuche das Ganze nochmal. Dann könnte ich mir nicht mit etwas Glück ein, zwei Schläge mehr abhalten als jetzt. So, erstmal durch hier. Dann irgendwo müsste meine Seelen hier rumliegen, genau da vorne. Aber vorher, wie gesagt, Feuerresistenz 30. Also da ist, glaube ich, die hier prädestiniert. Ja, durchaus. Mit 30 bin ich da durchaus gut dabei. 18.
18 ist auch das Beste hier in dem Fall. Das ist. Habe ich schon an. Auch hier mit 18 wieder. Nee. Doch, 18 ist auch wieder hier das Beste. Und jetzt noch der Helm vielleicht. Haben wir noch irgendwas Gutes? Schäbige Kapuze. Okay, wir haben jetzt das gesamte Set hier von an. Sollten vielleicht etwas mehr Staffan 1 abhalten können von den Feuerangriffen. Wir haben unsere Seelen zurück, etc. Und ich werde euch versuchen, die Taktik noch einmal zu zeigen. Ich hoffe, es klappt. Bitte, dass es klappt. So. Los, Attacke! Greif mich an! Greif mich an! Eigentlich hätte ich ja den anders schon gerne besiegt, aber, ne, beziehungsweise nicht anders besiegt, aber wenigstens... Ach, Gottes Willen. Ja, ich hasse den Kurzbogen, der hat eine extrem kurze Reichweite. Aua. Ja, genau, damit habe ich eigentlich gerechnet. Wie gesagt, man kann ihn auch so besiegen, aber, ach, wer macht das schon? Ich will das so hinkriegen. Ich will euch diese Taktik zeigen. Die ist ja vom Spiel auch so erdacht worden, dass es so funktioniert. Man läuft einfach immer weiter vor ihm weg. Und zwar ganz schnell, wenn es geht. Also wirklich ganz schnell. Theoretisch. Und läuft bis zum Eingang zurück. Auf die Idee kommt man einfach als Spieler nicht. Natürlich denkst du dir, den mache ich kaputt. Und willst dann halt tatsächlich auch umbringen. Und wie gesagt, ich hoffe jetzt nur, dass es klappt. So. Wir heilen uns und gehen ein Stück nach vorne und hoffen, dass er uns nochmal angreift. Aber mit einem anderen Angriff. Ja. Aua. Komm schon. See this discharge. Wieso machst du immer diesen Angriff? Also wie gesagt, wir können jetzt auch einfach draufhauen wie hier. Ich weiß nicht, ob er Blutungsschaden bekommt. Aber es ist auch egal. Wie gesagt, das geht auch. Es ärgert mich zwar, dass es nicht so ist, wie ich es wollte. Aber gut, okay. Weil normalerweise wäre meine Taktik eine andere gewesen. Na los. Ich versuch's nochmal. Komm schon. Ich will dir doch nur wehtun. Ich will dich doch nur umbringen. Komm schon, bring dich down. So, komm. Jetzt kommt wieder der Angriff und der trifft auch jedes Mal, ey. Meine Güte. Ich gehe jetzt hier ganz zum Eingang und hoffe, dass er weiterläuft. Aber nein. Natürlich nicht. Ja, verdammt. Ja, okay, dann bringe ich ihn eben anders um. Ist okay. Komm, hier. Einmal trinken. Wieder nach vorne gehen. Ja, jetzt darf ich halt nicht mehr getroffen werden. Ich kann jetzt jedes Mal ausweichen. Warum zum Teufel? Warum hast du das jetzt gemacht? Mist. Ja, also ich erkläre euch die Taktik. Normalerweise, also es ist ganz oft so, ich weiß nicht, bei manchen geht's, bei manchen nicht. Es ist ein bisschen Roulette. Aber normalerweise, wenn du vor ihm wegläufst, bis zum Eingang, läuft er dir hinterher und stürzt hinten an diesem Lava-Fall einfach ab. Und versucht sich natürlich noch festzuklammern, aber das ist dann die Chance, ihn zu besiegen, weil du schlägst dann auf die Hand ein, die denn dort hängt, beziehungsweise mit der er sich festklammert und schlägst ihn sozusagen ab, sodass er fällt und stirbt. So, das ist die Taktik normalerweise. Aber wie ihr seht, sie funktioniert nicht immer, bei weitem nicht immer. Und wir bleiben, glaube ich, ganz normal jetzt bei der Taktik, die wir vorher hatten. Ich hau jetzt einfach auf ihn drauf. Das kriege ich hin, das kann ich gut. Habt ihr ja gesehen, das ist jetzt nun auch nicht die Schwierigkeit, seinen Schlägen da auszuweichen. Wenn die runterfallen, einfach ein Stück zur Seite rollen und das war's schon. Ich werde trotzdem versuchen, hier hinten zu kämpfen. Denke ich mal. Wobei, ich könnte auch vorne kämpfen. Im Grunde macht es keinen Unterschied. Muss halt nur einen gewissen Abstand muss ich zu ihm haben, damit er die Attacke, die ich möchte, auch macht. Weil er kann auch so ein, wie er als allererstes gemacht hat, so eine Art Furienschlag, so wo er mehrere Schläge auf einmal rausholt, machen. Und das möchte ich gerade vermeiden. Weil den kann ich nicht so gut ausweichen.
Ganz ehrlich, warum zum Teufel machst du das? So, das ist doch schon angenehm. Echt jetzt? Verdammt, warum? Ich hab dir doch gar nicht getan. Waffe ist in Gefahr. Ach du Scheiße. Oh, 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 oh. Ah, Mist. Na, das sah ich absolut nicht cool, muss ich sagen. Warum? Wieso macht er jetzt immer diese Attacke? Ich hau jetzt ab. Ah, lass mich los. Oh, da habe ich ja richtig absolut gar keinen Bock drauf. Mann! Der Boss ist böse zu mir. Wir hauen jetzt erstmal nicht ab. So. Weil ich möchte mein Schwert wieder reparieren. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, das mal wieder zu machen. Und wir sind jetzt wieder zurück, so. Wir müssen sowieso wieder zurück, das ist, also dementsprechend keine Schande, jetzt zurückzulatschen. Denn das war sowieso mein Plan eigentlich. Ich wollte den Boss eigentlich auch eigentlich erst gar nicht zeigen, aber ist egal jetzt. Ich habe versagt. Ich werde ihn beim anderen Mal töten. Ich möchte jetzt nicht mit der Waffe hier ewig drauf einkloppen müssen. Hat jetzt zwar nicht so viel weniger Schaden gemacht, aber naja, trotzdem. Ich möchte das lieber mit einer Waffe machen, die dann... keine Ahnung, die das auch irgendwie kann. Und zwar werde ich auch wahrscheinlich mit dieser Waffe hier später weiterkämpfen noch. Weil ich mag diesen Move einfach mehr als den anderen von Uchigatana. Obwohl die Stichattacke ist ziemlich nützlich. Wir nehmen jetzt nochmal den raus, den rein. Wie gesagt, wir machen den schnellen Weg. Wir gehen jetzt hoch. Also beziehungsweise wir gehen jetzt den Weg da wieder links an dieser Holzfassade hoch, von der Holzfassade aus nach links durch in das Drachental hinein. Also da, wo wir schon mal waren, wo dieser untote Drache lag, den wir auch noch nicht getötet haben, nur mal so nebenbei. Und danach geht's nach oben und dann geht's in Zen's Fortress. Das ist dieser Ort, der sich gerade geöffnet hat für uns, den wir gesehen haben. Ach verdammt, ist das dunkel hier. Sorry, falls ihr auch nicht seht, aber ich sehe fast genauso wenig wie ihr. Also, macht euch keine Sorgen. Ich versichere euch, ihr seht genauso viel wie ich. Ich habe mir meine Videos auch schon mal online nochmal reingezogen. Und um Himmels Willen ist das dunkel hier. Ja, Vergiftung du mich auch. Komm schon. Lass mich doch in Ruhe. So. Erstmal hoch hier, damit mich die Typen nicht mehr treffen. Hauen wir uns auch verdammt falsch. Lila Moos wollte ich mir reinhauen. So, komm. Sag mal, so viel hat das Gift jetzt nämlich. Oh mein Gott. Abgezogen. Ja, ey, ihr Kackmücken, ey. Ich könnt euch nicht leiden. Ach, diese Kamera hier. Ah, meine Güte. Ich beschwere mich heute auch schon wieder den ganzen Tag. Ich sollte mal aufhören, mit mich nur beschweren zu können. Wie gesagt, wir laufen jetzt erstmal hier hoch. Das ist unser Hauptziel. Die Story hier sollten wir erstmal schon, ist schon mal gegessen, glaube ich. Das haben wir ja schon alles einmal durchgekaut. Beziehungsweise, wir haben ja auch die Feuerhüterin-Seele von hier hinten. Wir können jetzt theoretisch schnell noch eine neue holen. Ich überlege gerade. Theoretisch wäre das gar nicht mal so dumm. Also ich laufe erstmal hoch. Und dann sehen wir weiter, ob ich die hole. Oh Gott. Stopp doch endlich, bitte. Dankeschön. Sehr höflich von dir, sehr höflich. Das lobe ich mir sowas. Das lobe ich mir. Du bist ja doch. Ich stehe auf Höflichkeit. Höflichkeit ist wichtig. So. Komm, sterbt bitte alle. So. Jetzt kommen wieder die Dicken. An denen laufen wir vorbei. Die sollten uns nicht weiter kümmern. Wie gesagt, eigentlich sind die ja total irrelevant. Weil sie immer diese Angriffe machen, die so mega langsam sind, dass du einfach beilaufen kannst. Na, deswegen mag ich sie irgendwie. Sie sind so ein bisschen unbeholfen und dämlich und deswegen mag ich sie. Ja. Wir werden jetzt auch gleich eine
kleine Überraschung erleben, sobald wir zurück am Firelink Shrine sind. Also beziehungsweise eine Überraschung ist es theoretisch nicht für die, die schon mal ein vorheriges Video gesehen haben. Die dürften wissen, was ich jetzt, worauf ich anspiele. Ansonsten, alle Leute, die das Spiel kennen, wissen auch, wissen eventuell auch, was gemeint ist. Ja. Denn ihr werdet es ja gleich selber sehen. Ist ja nicht so wild. So, einmal so. Whoop. Na komm. Theoretisch würde ich jetzt gerne noch schnell da hinten hingehen, wenn ihr sehen könnt. Hier da hinten kann man links lang über die Brücken. Da rechts lang. Bis man dort hinten an diesem größeren Gebäude ist. Und dann kann man hier da, ich sage genau wo jetzt, warte, da wo mein Kopf jetzt ist. Genau da, dieses viereckige Gebäude, dieses kleine. Dort liegt nämlich noch eine weitere Feuerhüterin-Seele. Die könnte man sich schnell holen. Bloß da kommen Gegner, die mit denen wir momentan noch nicht konkurrieren können. Das heißt, wir müssten hinlaufen und ganz, 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 ganz flott wieder zurück. Deswegen habe ich mir das jetzt erstmal überlegt nur. Aber wir sind erstmal zurück da, wo ich hin wollte. Hallo Kinder, ich bin zu Hause. Firelink Shrine, hallo. Hallo Kinder, hier, kommt, redet mit mir. Alles klar bei euch? Oh mein Gott. Und... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schwarzer Augapfel und schmutzige Robe. Wir gucken uns das mal an, die schmutzige Robe. Das wollte ich nicht. Aber ja, ich wollte sie ausrüsten, das stimmt. Von der Feuerhüterin des Feuerbrennscheins getragen. Einst war dies angeblich die weiße Robe einer Magd. Doch Rauch und Asche von Leuchtfeuern haben sie mit der Zeit geschwärzt. Und diese Robe... Alter, ist das Ding gut, das sage ich euch jetzt schon. Die kann man nämlich auch aufwerten, die Rüstung. Und die halt, die wiegt nur 3 Kilo oder 3 Steine, was auch immer die Währung oder beziehungsweise die Einheit hier ist dafür. Und die ist so dermaßen gut. Allein die Magieabwehr, die ist immens. Zum Beispiel diese hier kann man mit Sparking Titan, also Funkeltitanit, auf plus 5 bringen und die aber auf plus 10. Das heißt, wenn man plus 5 macht, wird es um ca. 50% besser. Weil wenn man so plus 10 macht, wird es um 100% besser. Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, dass das Ding hier ziemlich gut ist. Und es wiegt halt auch nichts. Schäbige sogar. Na, ist ein bisschen schwerer, aber... Ah, okay, dann muss ich den Helm wieder absetzen. Schwupp, sehr gut. Hey, du hast noch was zu erzählen? Did you ring the second bell? That is incredible, I must say. But now, we have a new problem. It's noisy. It snores. And its breath is lethal. This is no laughing matter, I think. Okay. Und wir sehen können, das Leuchtfeuer ist nicht entzündet. Aber was ihr auch sehen könnt, ist da drüben. Da sitzt jemand auf einmal. Und zwar der Typ, den wir gesehen haben in den Kanalisationen. Der hockt jetzt da drüben. Und der hat von einem Schnarchen gesprochen. Oh mein Gott. Ja. Ihr denkt, das habe ich mir auch das erste Mal damals gedacht. So von wegen, oh mein Gott. Wir können mal mit ihm reden. Hi. Ah, hello. Was it you who rang the bell? Na klar war ich das. I am the primordial serpent, King Seeker Frakt, close friend of the great Lord Gwyn, chosen undead, who has rung the bell of awakening. I wish to elucidate your fate. Do you seek such enlightenment? Momentan nein. By the Lord. Well, perhaps I was... There can be only one chosen undead. But then again... Achso. Achso, ich habe jetzt aus Versehen weggedrückt. Das ist blöd gewesen. Speak with me, if you should change your mind. Die Sache ist die... Wir haben jetzt nämlich eine Option, die uns im Spiel gemacht wird. Und zwar, wir können jetzt, er würde uns jetzt etwas erzählen über Gwyn, etc. Und an sich ist das eigentlich auch keine schlechte Sache. Aber ich bin mir jetzt momentan nicht sicher. Es gibt nämlich eine Bedingung, die noch erfüllt werden müsste. Fahr hoch bitte, danke. Die noch erfüllt werden muss. Ich würde halt mit ihm eventuell labern. Aber es geht halt darum, dass ich noch damit, wenn ich mit ihm rede, eine gewisse andere Situation bzw. eine andere Stelle im Spiel dadurch zunichte machen könnte. Eine, die ich eigentlich mir ausgedacht hätte, die ich gerne gemacht hätte. Ich werde jetzt auch die Boulder-Typen hier nochmal töten. Oh Gott. Aber erstmal euch.
Sehr gut. Ja, die müssen jetzt nicht unbedingt. Ich würde halt nur gerne Sachen von denen haben. Nein, aber wie gesagt, ich kann mir da eine Option im Spiel, die ich eigentlich gerne als der mit dem Charakter hier genutzt hätte, würde ich mir damit zunichte machen, wenn ich mit ihm rede. Beziehungsweise ich weiß halt nicht, wie weit ich mit ihm reden darf, ohne dass diese Option zunichte gemacht wird. Deswegen gehe ich auf Nummer sicher und werde später nochmal mit ihm reden. Ich werde jetzt nochmal hier runter zu unserem guten Kumpel gehen und zwei Sachen kaufen. Plus ein, zwei andere Sachen aufwerten. Ja, komm. Ausrüstung reparieren. Ja, die ganzen Katanas etc. haben eine Haltbarkeit wie alle Waffen und Rüstungen in diesem Spiel. Ich repariere jetzt einfach mal alles schnell. So, genau. Wir haben jetzt erstmal unsere Sachen wieder. So, die Ketten tauschen wir wieder aus. Das tauschen wir auch wieder aus gegen... wir nehmen einfach den blauen Tränensteinring rein. Und übrigens hier, den haben wir auch noch, den habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Den schwarzen Augapfel. Wo ist er denn? Da ist er. Mystische, bei der Leiche einer Hüters gefundene Kugel. Dringe in die Welt des Mörders der Feuerhüterin ein. Besiege den Übeltäter und hole die Seele der Feuerhüterin zurück. Das schwarze Auge wacht stets über Arno Londo, die Götterstadt. Das ist schon mal ein kleiner Tipp, wo wir dafür hin müssen. Waffe verstärken. Oh, Astoras Schwert. Da, wie gesagt, jetzt brauchst du schon Funkeltitanit. Natürlich. Zack, auf plus 8. Sehr gut. Ja, die hier brauchen benötigen Drachensteine, die Großäxte etc. Es gibt halt verschiedene Waffen, die mit verschiedenen Sachen aufzuwerten sind. Die brauchen beide Funkel. Wieso das denn? Wappen? Das ist doch nichts Besonderes, das Schild. Egal. Will ich mich ja nicht weiter darüber beschweren. Ich kaufe erstmal noch einen. Mal gucken, was er so hat, weil ich werde gerne das hier alles haben. Dann kann ich am Leuchtfeuer einfach selbst alles reparieren. Und das könnte ich eventuell auch schon mitnehmen. Ich bin am Überlegen, aber ich denke erstmal später. Ich werde dann mal offscreen ein paar Seelen farmen, um das Ding schnell kaufen zu können. Vielleicht haben wir auch bis dahin genug Seelen, um das selbst zu machen. Oh Gott. Eieiei. Komm, die weit raus. Ja. Zwei Level können wir machen. Ich mache einmal Leben und einmal Konditionen. Einmal Leben auf jeden Fall. Ich hätte das gern. Wobei zweimal eigentlich schon fast ratsam wäre. Warte mal, ich breche nochmal ab. Ah, komm. So. Weil ich möchte noch schnell die ein paar Seelen benutzen, die ich hier noch habe. Na komm, ey, tu mal nicht so. Ah Mann, komm. Das haben sie im späteren Spiel so viel besser gemacht. Da kann man die einzelne, kann man mehrere benutzen. Ja, die Schlangen sind doof, deswegen werde ich mich nur hinsetzen. So, und heilen. Würde ich schon sagen. Es war eine recht unproduktive Folge bisher. Ich glaube, ich werde jetzt einfach die Seelen offscreen nehmen. Es tut mir leid, dass ich jetzt das eigentlich gerade zeige. Total blödsinnig eigentlich. Und wie gesagt, ich werde hier im nächsten Part weitermachen. Nächste Folge ist Zen's Fortress dann angesagt. Und ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen, liebe Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!